Machen wir die Questreihe weiter. You want to do what now? Hale stares at you blankly. You found a rift into the plane of elemental power and you want to close it. She sighs. Well, I did agree to help you. Hale begins tossing the orb you retrieved up and down in thought. Okay, based on your description, it's going to take a little extra work to close a rift of that magnitude. I could do it myself, but it would take a while, and it may get troublesome if we were to be attacked by the other side in the middle of the incantation. It would be much easier to do if I had an elemental sensor, which really is entirely too convenient, because I've been wanting to get my hands on one for my studies anyway. I knew a powerful elementalist who owned one many years ago. He's dead now, but I'll take you to his crypt personally. I'd advise against handling the sensor on your own. Hey. Ich weiß nicht, wir hätten glaube ich die Wahl zwischen den Rissschließer und nicht, ne? Wenn die Straße entlang geht, bekommt euch ein leichtes Hungergefühl. Ihr haltet Ausschau. Oh, waren die grünen Beeren gut? Ja, komm, wir essen die Beeren. Ihr wurdet gesegnet, ja. Boah. Die grünen Beeren waren doch gut. Noch ein bisschen Truppe auf Garmir. After a day's journey, you find an ancient, overgrown mausoleum resting along the Serpent's Kiss River. Stonebreaker really was a nice fellow. Getting crushed by massive boulders is just one of the hazards of being an elementalist, though. After clearing away the overgrown vines, you head down into the crypt. Oh, great, Hale says. These blasted cultists are everywhere nowadays. Probably looking for the sensor, too. Or they simply don't want you to have it. You look at Hale with confusion, and she points to the shadows, where dark figures in black robes emerge. You shouldn't have come here, ghost face, one of the cultists says. Ugh, Hale sighs. Dispatch these simpletons quickly. I'm already bored with them. Okay. Kannst du denn auch was? Das ist die Frage, ne? So, wir müssen. Irgendwann da hinten. Wo ist die Tür? Das hier. Hindernis, die muss bestimmt. Ja, okay. Die muss noch los, wenn diese Hindernisse stimmt, ne? Ja, die haben auch jetzt nicht wenig Leben, ne? Gut, ich könnte natürlich mit meinen Fünfer Angriff. Wobei, ich könnte auch rangehen. 7 Schaden, ne? Ich brauche eine Zweierbewegung. Das war nur 1, schade. Aber das ist ja auch. Unten. Ja, ne. Wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Okay, aber egal. Was machen wir denn dann? Kann ich die irgendwie betäuben oder so? Ja, gut, kurz verwirren, ne? Verwirren wir sie erstmal. Das ist immer gut. Erstmal verwirren. So, und dann. Mach ich 5 Schaden oder mach ich. Ja, gut, ich kann natürlich erstmal die 5 Schaden machen. Aber hier die Frage ist. Ja, okay, komm. Ja, komm. Bewegung 2, Angriff 2, Heilung 1 selbst. Warum heilt ihr euch denn? Was ist denn los bei euch? Okay, dann können wir nur. Greifen wir mal so an. Schön, Deckung 2, okay. Die 2er Bewegung. Ja, gut, können wir. Die nennen es vielleicht auch noch loswerden. So. Gut, ihn könnte jetzt sofort besiegen, ne? Den ganzen Fall, die haben beide 6. Ne? Ja gut, die plus 1 auf jeden Fall.
Aber ich ziehe auch einfach eine plus 1. Ich ziehe auch eine minus 1 und dann war es das wieder, ne? Okay, komm, machen wir so. Und. Na, ich hätte sogar die plus 1 gezogen. Okay. Schön. So, gehen wir hier einen Schritt hin. Aktion bestätigen. Und für die, die auf wieder. Und wir stehen ins nächste Zug auch direkt besiegen. Wobei er heilt sich, ne? Eine Frechheit, dass du mir dennoch Schaden machst, mein Freund. Eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt eigentlich das Hindernis auch beiseite räumen? Weil ich muss ja dadurch, ne? Stimmt das hier? Ne, ich kann auch langlaufen, okay. Dann müssen wir mal überlegen, was wir machen. Haben wir die 5 Bewegungen? Ich gehe hier 1, 2, 3, ja, ich würde mich wahrscheinlich nur bis hierhin bewegen und hier könnten wir dann mit der Betäubung arbeiten, ne? Und die 4er Bewegung. Weil ich würde ihn ja gar nicht besiegen, nur den 5er Angriff. Okay, aber den noch. Beschwören Wandel Skelett, Kultist erleidet 2 Schaden. Okay, nee, das. Das können wir nicht zulassen. Also müssen wir jetzt doch gleich besiegen. Nice. Genau so wollen wir ihn auch besiegen. Ja. Das ist wieder. Nee. Wir gehen nur ein bisschen. Ich habe mir überlegt, die Tür aufzumachen, aber wenn da jetzt noch weitere Kultisten sind, wenn die ja ohne Ende. Skeletto. Danke, Spiel. Will gar nichts. Ja, gut, ich komme schon mit beiden Karten wieder. Und die 5er Bewegung, ne? Oder? Ja, komm. Er hätte jetzt einfach besiegt sein können, aber nein. Das ist einfach, der bewegt sich ganz selten, ne? Das ist jetzt sehr schlecht. Jetzt haben wir jetzt 2 Gegner nämlich stehen, die wirklich nicht schwach sind. Ja, ich treffe halt nur ihn, ne? Wobei ich kann natürlich. Ey, bringt mir ja nichts. Das bringt mir alles gar nichts. Wir haben auch jetzt nur. Ja, okay, nur, ne? Hier, ich kann immerhin die machen. So, hier soll mal gucken. Ja, ich kann mich damit stärken. Er hat halt Schild, ne? Gegen Schild komme ich jetzt nicht an. Da kann ich natürlich die Wunde machen. Sonst unten irgendwas Regelndes. Eigentlich nicht. Okay, dann machen wir es so rum. Ich immer die Wunde drauf. Er macht eh Heilung. Okay. Ja gut. Er ist schneller als ich. Also ist das ja eigentlich wieder alles vollkommen in Ordnung. So, wir machen jetzt plus 1. Das auch da drauf. Was machst du eigentlich? Bewegung 2. Ja, der heilt sich auch wieder, ne? Hauptsache, er ist jetzt verwundet und besiegt sich selbst nach und nach. So, dann, wir haben natürlich hier das Element hier drauf, der hat 2 Schaden. Hm? Ja, komm, einfach Angriff, ne? Die Frage ist, ob ich die Karte wiederholen möchte. Weil die eigentlich recht gut ist, ne? Also ganz ehrlich, komm, wir gehen jetzt mal hier durch und gucken mal, was da wartet. Aha, Angriff 3, also 2, 1, 2, ja, und du machst eh nur das. Das heißt, eigentlich kann ich auch stehen bleiben, ne? Oder? 1, 2, ja, Bewegung überspringen.
Ja, hier wird jetzt gleich. Okay, ich muss mir die mit dem Feuer wiederholen müssen. Ja gut, würde ich eine kurze Rast machen. Weil ich habe jetzt hier. Ja. Wobei, damit kann ich auch wirklich gut Schaden anrichten, ne? Die stehen halt auch jetzt nicht so prickelnd. Ja, wir können die 5er Bewegung machen und den. Mal schauen. Fluch, Bewegung, Bewegung. Heilung 2 selbst. Ne? Das ist natürlich wieder suboptimal. Die 3 Schaden, die können wir ohne Probleme. Die Heilung ist natürlich ein bisschen blöd, aber alles immer noch machbar. Immer noch machbar. So, die 5 Damage hier drauf, ne? Komm, plus 1. Gib mir plus 1. Kann das erneuern. Schick Kraftdank haben? Ne, komm, groß Ausdauer drin. Ist eigentlich. Eigentlich war noch besser, ne? Hier so, Fluch. Okay. Ja, komm, wir gehen einfach mal weiter. Wobei natürlich jetzt ziemlich ärgerlich ist, dass die wahrscheinlich mich fluchen werden, aber es ist okay. Komm, nehmen die 5er Bewegung. Achso, der Kult, das ist vorher noch einmal okay. So, die Reichweite ist natürlich. Doch, die ist ja da. Und damit sollte ich die auch besiegen können, ne? Nice. Wie erhofft. Dann gehen wir mal vor. Was habe ich denn bei ihr jetzt schon weggelegt? Einiges, ne? Okay, komm, muss schon 2 Karten zurück. Einmal bip, bip, bip. Feuerball. Nimm stehen hier, um einfach schnell angreifen zu können. Ja, komm. Ist keine schlechte Idee. Aber ich das Problem hatte sie dennoch, ja. Aber ich habe jetzt alle Elemente, ich hätte mir auch. Ja, okay. Eigentlich hätte ich mir auch was anderes nehmen können, ne? Hier den hier zum Beispiel. Ja gut, egal. Egal. Mensch, jetzt 1, 2, 1, 2, 3. Bin ich mal nah genug dran? Okay, machen wir es sogar so rum. Hier machen wir eine kurze Rast, um uns den Bonus zu holen. Hier nehme ich den Witzstein. Und dann machen wir den. Wenn wir angefangen mal zu gucken. Aber dann machen wir es auch andersrum. Aber ich glaube, die werden sogar da einfach stehen, ne? Ich glaube, die greifen eher ihn hier an. Also er heilt sich ja auch einfach. Okay. Ja, sag ich ja. Hätte den vielleicht doch nicht da so alleine stehen lassen sollen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja, wenn ich mich jetzt halt hiermit bewege, ne? Nur 1, 2, 3. Hier hin und 1, 2, 3. Gut, ne? Bis hierhin. Bis hierhin. Ich muss mich bis hierhin bewegen. Okay, komm. Und das Bewegungsspringen dann hier. Das ist ein Angriff auch. Oh, komm. Ich krieg die Kultisten besiegt. Oh, nice. Und. Oh, nice. Okay. Das war gut. Das war gut und wichtig. So, hier können wir uns nur die plus 1 sichern.
Und dann halt mit Nachteil angreifen. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch. Ja gut, ich ziehe den Fluch. Natürlich. Da bin ich wenigstens los. Das ist auch gut. Jetzt kommt betäub ich ihn einfach. Eigentlich auch nicht. Da habe ich genervt, das mit den ganzen Schildern immer, ne? Dann die Fünfer bewegen, komm. Betäuben und weglaufen. So, kurze Rast. Ja, die kann auch schon verbannt werden. Ich habe ja die. Ich stehe gerade abschnitten, ja. So, wir haben natürlich ein Element. So, wir haben Feuer. Und. Okay. 5 Damage. Das ist wenig. Aber egal. Ja, mit dem Giftdolch. Wollen Sie die Frage, machen wir die Tür auf? Ja, natürlich machen wir die Tür auf. Rest among these cursed undead. As you kick through the door into the next room, you hear more commotion from the entrance. There's more of them behind us, Hale yells. Okay. Beim Tod, Angriff, Fluch, okay. Hier zurück und über das Gold. Dann sollen die doch mal. Sollen die doch mal zuerst kommen, oder? Der Elite-Kultist. Explodiert doch einfach mal. So, die Viererbewegung bis. Ja, bis hierhin, ne? Dann haben wir hier Bewegung springen, hier den Angriff mit Feuer. Brennen, mein Freund, brennen. Nice. Will ich mir was zurückholen? Gut, ich will die beiden Angriffe, ne? Ich frage mich, die Karte zurückholen will. Nee. Nee. Ich werde, glaube ich, jetzt gleich eine lange Rast machen. Und mir damit. Jo, wo kommst du denn her? Warum? Warum? Warum stehst du auf einmal da hinten rum? Ach, komm schon. Was ist deine Intention dabei gewesen, dass du jetzt einfach da hinten rumstehst? Gut, ich beziehe meine. Ja, gut, komm kurz zur Rast. Mal gucken. Ja, die Fünferbewegung ist dann leider weg. Ich weiß gar nicht. Heil muss überleben, beschütze Heil, bis sie den Altar erreicht. Ich frage es mal den da hinten, ne? Juckt der mich eigentlich nicht? Ich müsste eigentlich schon nach da vorne und da ein bisschen Stress machen. Ne? Blitzstein, komm hier mit dem hier. Das ist die Frage mit der Lähmung. Wir machen es so rum. Gucken mal. Beschwöre Wandelskelett. Oh, natürlich, natürlich. Wir haben Lust, noch mehr nervige Gegner zu rufen. 1, 2, 3, 4. Die Entfernung reicht jetzt auch nicht mehr dafür, ne? Ich müsste jetzt ein Feld vor. Ich hoffe, dass er sich wenigstens bewegt. Aber nein, macht er natürlich nicht. Okay, müssen wir halt hier hingehen. So, ja. Leider bringt es auch nicht so viel, auch wenn ich mal zwei. Ziehen auch noch einen Fluch. Boah. Gut, in der Quest habe ich mal wieder ein bisschen Pech, würde ich sagen. Aber auch nur ein bisschen. So, wir können jetzt. Was macht ihr eigentlich hier? Bewegung 1 ungefähr. Der haut halt immer schön mit 3 Damage drauf, ne? Ganz ehrlich, ich glaube. Wobei, warte, ich muss mal gucken. Doch, ich hatte 2, okay. Ich kann mir da noch. Ich rufe meinen Freund mal. Ich rufe ihn einfach mal. Vielleicht bringt es ja was, ne? Ja, Angriff überspringen. Ich will eine Karte zurück, oder kann ich auf jeden Fall ja schon mal. Die hier wiederholen, weil die brauche ich ja. Okay. Und zubinden.
So, er hat auch noch 3 Leben. Das ist auch super optimal, ne? Kurz Rast. Ja. Ja, die kann auch weg. Ist okay. So, wir haben natürlich. Ja, gut. So rum. Ich kann sogar benutzen, die Beute vorher. Schön. Ja, wenn ich jetzt mich jetzt einfällt darüber, wie kann ich beide angreifen? Ja, damit treffe ich alle. Was mir auch nicht so viel bringt. Ich will 2 Karten zurückholen. Ja, gut, Vorteil ist damit, ne? Könnte ich jetzt ihn hier vorne einfach mal besiegen. Wenn die natürlich nebeneinander stehen würden, ne? Wäre noch besser. Ich hätte 2 besiegen. Ja. Okay. Ja, und Schmied. Ja, komm, machen wir es so rum. Ja, wir beschwören halt noch mehr wandelnde Skelette, weil. Da sind noch nicht genug da. Okay, die Frage ist, will ich mich jetzt hierhin bewegen? Ja, komm, ich will mich hier hin. Und dann mach ich den Angriff. Ich finde die halt immer ein bisschen Damage, ne? Mal 2, oh. Höhen. Dann eben die Fluchkacke und jetzt mal so. Sie hat nur noch 5 Leben, das heißt eigentlich, wenn ich jetzt einen Blitz drauf mache, können wir den besiegen. Ein Schaden, falsch aus. Er macht leider nicht genug Damage, aber egal. Beute 2. Das Gold. Was geht da hauptsächlich darum, dass wir die Karte verbrennen. Und holen uns eben unsere Karten zurück. Danke. So, zu beenden. Ich meine, mit den 7er Dinger könnte ich die beiden einfach auslöschen. Ne? Wäre eigentlich ganz cool. Kurzer Rast, ja. Ja, danke. Einen Schaden bekommen. Die Karte brauche ich noch. So, ich meine, ich könnte es einfach versuchen. Ja, wobei der steht mir im Weg, ne? Wobei, vielleicht kriege ich mit ihr hier vorne direkt besiegt. Was für ein Element haben wir denn? Wir haben Feuer gerade aktiv. Gut, kann aber natürlich auch einfach guten Schaden machen, ne? Gerade Feuerball machen. Ah, ich habe gute Möglichkeiten, ne? 1, 2. Ja, machen es so rum. Komm. Wir gucken mal. Ja, gut, der da hinten kann immer mehr beschwören. So, okay. Ach, siehst du mal. Der Freund, der macht das auch einfach so alleine, ne? So, das Problem ist, ich glaube. Hier beschwört auch wieder, ne? Skelette, ja. Das heißt, ich muss ihn ja. Eigentlich jetzt schon besiegen. Das wird wichtig. 1, 2, 3. Ich müsste hier so stehen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich jetzt schon besiegt krieg. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Pech, oder? Er ist betäubt. Oh, nice. Eben dazu geholt. Mega. So, gut, er steht daneben. Ist okay. 3 Schaden. 2 Schaden. Und ihr da hinten. Ihr seid mir ja. Macht, was ihr wollt. Nein, das ist okay. Okay. Es ist mir doch nicht egal. Ja, gut. Wir haben die Quest verloren. Schade. Weil heil gestorben ist, ne? Darf ich denn vorher noch mal einen Angriff machen? Das habe ich natürlich jetzt super gut nicht beachtet. So, aber wir können die jetzt einfach beide auslöschen. Einfach 7 Schaden, oder? Ja, krass. Das ist schon cool.
So, den können wir auch besiegen. Ja, der Weg wäre jetzt frei gewesen. Aber leider haben wir es nicht geschafft, heil durchzubringen.